Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rushkin Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal auf Brasse gehen. Zu der Ausrüstung komme ich gleich, auf jeden Fall mit Erbsenbrei. Und da gehen wir hier aus der Burg raus, nach links rum. Zeige ich auch den Spot gleich nochmal auf der Karte, wenn ich da bin. Dann gehen wir hier quasi zu der alten Schleien-Karpfen-Stelle. Und bei den Steinen. Und da kann man ganz gut Brasse fangen. Ihr braucht jetzt auch nicht unbedingt Brassenfutter. Ich kann euch auch mal eine Route ohne Brassenfutter zeigen, dass man auch ganz gut so fängt. So, 33, 31 ist der Spot. So, hier. Und dann sehen wir hier quasi, wir werfen hier in diesen kleinen Graben rein. So, erste Route. Mal Bremse ein bisschen runter machen. Habe ich hier jetzt 11,6er Fluorovorfach, Brassenfutter, S6er Haken, Erbsenbrei. Montage, wie gesagt, könnt ihr auch Paternoster-Montage nehmen. Und dann müsst ihr ein bisschen weiterwerfen, so 60-70% hier. Ich habe jetzt auch nur einen 20 Gramm Futterkorb hier auf der Picke. So, dann können wir mal eine Route ohne Brassenfutter machen. Machen wir mal die rechte ohne. Da habe ich jetzt einen S6er Haken drauf. Gleiche Ausstattung wie die andere Route. Nur halt einen unterschiedlichen Haken. So, hier haben wir jetzt einen S9er Haken. Hier machen wir das Brassenfutter mal weg. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr mit Vorfach angelt und am besten halt mit Fluorocarbon-Vorfach. Weil sonst die Brassen, weil sonst die Bissfrequenz halt echt zu niedrig ist. Könnt auch mal mit Mono-Vorfach probieren, aber ich glaube, Brasse habe ich eigentlich ausschließlich nur mit Fluoro geangelt. Auch am 20er habe ich die Brassen immer mit Fluorocarbon geangelt. Und hier war die letzten Tage der Brassenspot, der war hier richtig aktiv. Hat er auch am Donnerstag das live gestreamt und hatte ungefähr in einer Stunde 77 Fische gefangen. Waren jetzt nicht alles Brassen, aber sehr viele Fische gefangen. Und hatte mit den Fischen 174 Silber gemacht mit den 77 Fischen. Also war wirklich sehr gute Ausbeute, auch sehr gute Erfahrung. Ja, also es ist jetzt vielleicht für die Höherleveligen vielleicht nicht so wahnsinnig interessant. Aber für die Leute, die jetzt noch nicht Level 20 sind, die jetzt noch keine Brassen angeln können, die haben zum Beispiel eine schöne 3 Kilo Brasse. Und bringt sehr gute Erfahrung. Und man kann damit auch seinen Grundangeln ein bisschen skillen, weil die Bissfrequenz wirklich sehr, sehr hoch ist. Und das war jetzt zum Beispiel auch ohne Brassenfutter, die 3 Kilo Brasse. Also ihr braucht hier wirklich kein Brassenfutter. Geht auch ohne. Und man kann dann halt auch die kleinen Brassen dann zu Fischfetzen machen. Ne? Die ab 500 Gramm aufwärts. Sag ich mal bis 1,5 Kilo. Danach geben sie dann nämlich schon ein bisschen Geld. Was hier noch ganz interessant ist, hier gibt es auch Jungbrassen, sehr gute mit Erbsenbrei. Und da habe ich auch schon zwei Trophy-Jungbrassen hier gezogen. Ja, und die Bissfrequenz ist wirklich ziemlich hoch. Man kriegt hier sehr gute Erfahrung. Auch so für, sag ich mal, so ein bisschen über ein Kilo Brasse kriegt man schon 1000 Erfahrungen mit Premium. Ohne Premium, wie gesagt, die Hälfte. Aber trotzdem sehr gute Ausbeute, sehr gute Erfahrung. Hier kriegen wir jetzt zum Beispiel schon 852. Und der ist noch nicht maßig gewesen. Und ich denke mal, also ich habe bisher hier auch noch keine richtig großen Fische dran gehabt. Also ich habe hier noch keine fetten Amurs oder Karpfen dran gehabt. Ich habe hier bisher wirklich nur so kleinere Fische. So Aaland kann natürlich auch passieren, dass hier mal ein schöner Aaland beißt. Aaland aber wiederum würde ich dann lieber mit einem anderen Köder angeln. Zum Beispiel mit dem, wo ist er hier? Halibut 14. Zum Beispiel, ich denke, also am 20er geht auf jeden Fall sehr gut der Halibut 14. Ich weiß nicht, ob der hier am 12er auch so gut geht. Müsste man mal testen. Habe ich die 1,4er jetzt gar nicht mitgenommen? Doch, doch, da ist er 1,4. Ich nehme jetzt einfach mal alle Fische mit. Dass wir mal ungefähr sehen, wieso die Ausbeute ist. Hier ist noch was Kleineres, glaube ich. Könnte auch eine Jungbrasse sein. Die sind ja nicht so schwer. Oder was haben wir hier? Ein Rotauge? Ne, eine Jungbrasse. Oha, 309 Gramm. Das ist schon mal gut. 518 Erfahrung. Hier oben auch der Haken. Maßiger Fisch.
Aber man merkt halt doch schon, dass das Vorfach schon eine Menge ausmacht. Nimmt auch nicht so ein großes Vorfach, so 9 Kilo, 9,7, das reicht eigentlich. Nimmt jetzt bloß kein 17,4er Fluorovorfach oder ein zu großes Monovorfach oder so. Passt das immer ein bisschen an der Ausrüstung an. Hier haben wir nochmal 1,8, der bringt schon über 1000 jetzt. Hier haben wir wieder keine Futtermischung drauf, braucht man noch nicht. Wie gesagt, ich mach's halt trotzdem rauf, weil ich auch mit der Futtermischung noch ein bisschen skille. Ein paar Prozente mach. Ich glaube, die Jungbrassen werden so ab 550 Gramm, glaube ich, irgendwie so. Oder 500, 550 Gramm werden die, glaube ich, Trophy. Oha, was haben wir denn hier? Haben wir was Größeres wieder. Wie gesagt, ihr könnt ja auch das alles mit der Palma machen. Ja, oder Percy oder... Na, hier, der bringt schon 2480, weil das ist jetzt auch maßiger Fisch. Der steht auch im Chat. Deswegen bringt er jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Oha. Auch wieder ein guter. Ja, danke auch nochmal an den Wallergott für den Tipp mit dem Spot. 3,2 Kilo. Oha, 3900 schon. Ist natürlich ordentlich hier. Ja, der Wallergott, der hatte mir das bei YouTube in die Kommentare geschrieben, den Spot. Und ja, wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Ihr seht schon, die Bissfrequenz ist wirklich hoch hier mit Erbsenbrei. Oh, oh, jetzt gehen die hier gleichzeitig. Wie gesagt, lasst die Bremse erstmal ein bisschen unten und stellt die erst ein, wirklich, wenn ihr schweren Fisch, wenn ihr einen schweren Fisch dran habt. 1,9, auch super. Wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr Karpfen, Brassen, Alanfutter oder sowas braucht. Schleinfutter bin ich jetzt auch kurz davor. Kann ich dann auch bald herstellen. Na, wenn ihr was hergestellt haben wollt, schickt mir einfach die mal zu. Dann stelle ich euch das her und schicke das wieder zurück. Ich glaube, hier rechts war auch irgendwas, oder? Ja, ist auch was dran. Ich glaube, eine kleine Jungbrasse wieder. Aber wenn ihr Jungbrassen noch nicht als Trophy habt, könnt ihr hier auf jeden Fall auch sehr gut fangen. Erbsenbrei kann ich euch auch herstellen, wenn ihr wollt. Auch kein Problem, da braucht ihr nur Erbse und Grieß im Lebensmittelgeschäft. Dann kann ich euch das herstellen. Ich kann euch das nochmal zeigen hier. Erbsenbrei, einfach nur Erbse und Grieß. Aber ihr seht schon, der Spot läuft hier. Viele Fische mit Haken. Wie gesagt, das kann auch mal von Tag zu Tag variieren. Mal hat man mehr Fische mit Haken, mal ein paar weniger. Ja, und wie gesagt, bisher noch keinen großen Fisch gehabt. Kann sich natürlich noch ändern, dass hier auch mal größerer Fisch beißt. Aber bisher bin ich hier von den großen Karpfen oder Amurs verschont geblieben. Ja, ich würde sonst sagen, probiert den Spot mal aus.
Ich gehe jetzt heute Abend hier auf jeden Fall nochmal auf Aal. Wenn ich einen guten Aal gefangen habe, kommt da auch nochmal ein Video dazu. Und wir probieren jetzt einfach nochmal 23,67 mit den Aalen aus. Das ist hier über die Brücke und dann hier, glaube ich, in der Nähe ist das. Ich hatte jetzt hier unten mal probiert, wo ich auch die Schleien gefangen habe. Da hatte ich jetzt irgendwie kein Glück mit Aal gehabt. Da war wirklich die ganze Nacht ruhig mit Fischfetzen. Und ich habe auch mal Krebsschwanz probiert. Hatte ich hier selber einen Krebs gefangen am langen Graben und da einen Krebsschwanz draus hergestellt. Aber das probieren wir jetzt mal in der nächsten Nacht auf Aal. Einen Fisch nehmen wir hier noch mit. Jetzt haben wir hier noch einen kleineren. Nehmen wir hier noch ein paar Fische mit. Ab und zu kann hier auch mal ein schöner Aaland beißen. Aber die Aalande, das merkt ihr schon, die kämpfen schon ein bisschen stärker. Ja, auf jeden Fall auch wieder gut XP hier gemacht mit den Brassen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten und probiert mal selbst. Und dann wünsche ich euch Petri Heil und dann bis zur nächsten Folge. Euer Rodolfing. Tschüss.